Prozedere offenbart den Verstoß des katarischen Regimes gegen die Arbeiter in seinem eigenen Land und im Ausland. In seiner Botschaft versuchte Al-Hamdin-Organisation, um seinen Ruf, der durch Skandale gegen die Arbeiter beeinträchtigt wurde, zu verbessern, um einen Sitz im Ausschuss gegen Rassismus der Vereinigten Nationen zu erreichen. Und nach der Veröffentlichung seiner subversiven Politik hat sich Tamim darin gewohnt, um die Krise der Entscheidungsträger der Vereinigten Nationen zu kaufen, um seinen Ruf, der durch Skandale gegen die Arbeiter beeinträchtigt wurde, zu verbessern. Und Ahmad Al-Khoury, der dritte Sekretär der Delegation von Katar der Vereinigten Nationen, veranstaltete am vergangenen Freitag in New York eine Abendessen, um Doha einen Sitz im Ausschuss zu sichern, der die Umsetzung eines internationalen Verträgers beaufsichtigte, der in den 19. Jahrhundert, 60. Jahrhundert unterzeichnet wurde, um alle Formen der Rassendiskriminierung zu beseitigen. Also einige Menschenrechtsaktivisten kritisierte daher die Bemühung des katarischen Regimes, um sich eine Sitze im Antirassismus-Komitee der Vereinigten Nationen zu sichern. Und erklärte, dass Katar vor diese Position nicht völlig geeinigt ist, weil es die ausländischen Arbeitnehmer aus Kenia, Ghana, Nepal und den Indien diskriminierte und weil es beherbergte den rassistischen Youssef Al-Qaradawi und beherbergte neben dem Aufführer der terroristischen Organisationen der Muslimbruderschaft auch das Bündnis mit dem Iran und der Türkei. Und sie forderten der internationalen Gemeinschaft auf, um die Verbrechen von Al-Hamdin-Organisationen gegen die ausländischen Arbeitnehmer, vor allem ausländischen Arbeiter, die in der Weltmeisterschaft Einrichtung von 2022 Jahrhundert in Doha tätig sind, nicht zu ignorieren, weil Doha die Wanderarbeiter aus Kenia, Ghana, Nepal und Indien mit Reisen und Geld verfurte.